Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute hier über die Beteiligung der Bundeswehr am gemeinsamen Militäreinsatz der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union in Darfur, kurz UNAMID. Und ich höre jetzt schon die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen. Ja, das ist ja nur ein kleiner Einsatz. Die Bundeswehr entsendet im Augenblick gerade mal 3 Soldaten. Könnte nicht die Linke da doch mal zustimmen? Aber nein. Hier geht es um Grundsätzliches, nämlich um die Frage, wem diese Militäreinsätze eigentlich nutzen und was sie wirklich dazu beitragen, die Bevölkerung zu schützen. Aus unserer Sicht hatte UNAMID 2 Geburtsfehler, mindestens 2. Erstens die totale Überbewertung der Wirksamkeit von Militär und zweitens die Vernachlässigung des politischen Friedensprozesses. Und das gibt ja die Bundesregierung auch in ihrer Mandatsbegründung zu, dass man politisch nicht wirklich weitergekommen ist. Und genau das hat die Linke immer kritisiert. Für die Konflikte, die die Ursache der immer wieder aufflammenden Kämpfe sind, kann es nur politische Lösungen geben. Und das haben ja inzwischen auch die Vereinten Nationen eingesehen und fahren den militärischen Anteil von UNAMID herunter. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Siehe da, jetzt lese ich in der Mandatsbegründung der Bundesregierung, die erhebliche Reduzierung der Truppenstärken hat nicht zu einer Verschlechterung der Sicherheits- und der Bedrohungslage geführt. Also muss man sich doch mal die Frage stellen, lag da die Linke mit ihrer Kritik an diesem Mandat eigentlich immer so ganz falsch? Und wenn wir dann noch genauer in die Mandatsbegründung gucken, dann werden wir feststellen, dass die Bundesregierung ihre Beteiligung an UNAMID ganz klar in ihre Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge einordnet. Und das, meine Damen und Herren, das ist wirklich ein unerhörter Skandal. Warum? Die Bundeswehr arbeitet im Rahmen der Europäischen Union zur Flüchtlingsabwehr mit dem Regime von Omar al-Bashir zusammen. Wir erinnern uns, das ist der sudanesische Diktator, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen unglaublicher Verbrechen in Darfur mit Haftbefehl gesucht wird. Diesem mutmaßlichen Kriegsverbrecher werfen Sie Millionen von Euro in den Rachen, etwa um das sogenannte Grenzmanagement zu verbessern. Dabei ist Ihnen doch bekannt, Herr An, dass die Grenzen des Sudans von bewaffneten Truppen des Geheimdienstes NISS bewacht werden. Und von wem werden diese Truppen geführt? Sie werden geführt von Generälen, die früher in den berüchtigten Janjaweed-Milizen gedient haben. Und genau diese Milizen haben im Auftrag des sudanesischen Regimes die furchtbaren Massaker in Darfur angerichtet. Wie will denn die Bundesregierung eigentlich sicherstellen, dass nicht am Ende diese Truppen von der deutschen Trainings- und Ausbildungshilfe profitieren? Die ganze EU-Politik zur Einbindung der Staaten Ost- und Nordafrikas in die europäische Abschottungspolitik hat den Namen Khartoum-Prozess nach dem Hauptstadt des Sudan. Was für ein treffender Name. Denn was sie in Wirklichkeit tun, ist, mutmaßliche Kriegsverbrecher und Folterdiktaturen aufzurüsten, damit weniger Flüchtlinge in Europa ankommen. Der Sudan ist das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge aus Eritrea. Und, meine Damen und Herren, 99% aller Flüchtlinge aus Eritrea, deren Asylantrag hier bei uns inhaltlich geprüft wird, erhalten Asyl in Deutschland. Kein Wunder, denn das eritreische Regime hat sich die Bezeichnung als Nordkorea Afrikas redlich verdient. Und glaubt hier im Haus eigentlich irgendjemand, dass die Zusammenarbeit mit dem Sudan auf diesem Feld dazu führt, dass diese Menschen, die vor Folter und jahrelanger Zwangsarbeit fliehen, dann ein würdiges und menschenwürdiges Leben führen können? Nein, meine Damen und Herren, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich sage Ihnen, beenden Sie die Zusammenarbeit mit der sudanesischen und der eritreischen Regierung im Bereich der Flüchtlingsabwehr. Setzen Sie sich für politische Friedenslösungen ein und holen Sie bei der Gelegenheit auch die letzten 3 Bundeswehrsoldaten aus Darfur zurück. Vielen Dank, Katrin Vogler. Nächster Redner, Dr. Fridtjof Schmidt für Bündnis 90 Die Grünen.